Ja, wie ihr mittlerweile wisst, ist es mir wichtig, dass ihr auch mal den einen oder anderen Panzer seht, den man nicht so häufig auf meinem Kanal wahrnimmt. Und das ist eben zum Beispiel beim T28 Konzept so der Fall. Weil natürlich schickt ihr viel Deutsches ein und das freut mich auch sehr. Aber eben so ein bisschen Abwechslung soll doch sein. Und das haben wir jetzt hier mit diesem Reward-Panzer oder auf Deutsch einem Belohnungspanzer, den man ja für die Aufgaben erspielen kann. Gespielt hier von Freddy mit ganz vielen Ds und Ys. Also wahrscheinlich würde ich ihn so aussprechen. Freddy! Bisschen Stotterer, könnt ihr mir vorstellen. Aber natürlich hier jetzt das bestmögliche Matchmaking für ihn. 7er Top-Tier in einem 6er, 5er Gefecht. Und dann auch noch auf der Karte, wo man natürlich hier weiß, unten die H-Linie darüber, die ist gut zu verteidigen. Da kann man ordentlich austeilen und der Gegner kann auch nicht so einfach an einem vorbei. Nachteil vom T28, dass der oben den Turm zwar natürlich ein wenig drehen kann, aber eben nicht so stark wie andere Panzer. So, der erste AMX ist ja schon offen. Er kriegt hier den ersten Abpraller vom T67 und tut jetzt hier absolut richtig, dass er hier weiter vorfährt, weil er muss auch an die Arti denken. So, aber er sieht schon, was er hier alles an Hits bekommt. Jetzt kommt er mit der Kanone nicht runter. Musste jetzt hier die Kette reparieren, dass er nicht zu lang hier oben im Feuer der Gegner steht. Aber man sieht schon, er ist für viele Leute nach wie vor ein schwierig zu durchschlagendes Mysterium. So, das ist ein schöner Satz gewesen. Aber hier die beiden Brüste links und rechts. Da kommen wir übrigens gut durch, so als kleine Randnotiz. KV3 bleibt jetzt hier dauergekettet. Er hält auch hier aufs Laufrad drauf, sodass der KV3 auch nicht wirklich was dagegen tun kann. Er ergibt sich dann seinem Schicksal und stirbt. Tiger P. Da hat er aber ordentlich daneben gesammelt gerade. Oben der Turm, der ist recht weich, da drauf schießen. Genau. Da klappt es dann auch locker mit dem Nachbarn. TGW dachte sich, super, ich stehe hier Artisafe oder keine Ahnung was. Und dann kommt der UI und macht es dann final weg. So, jetzt der Panzer 4. Ausführung H. Und der ist auch dann schnell erledigt. Und jetzt haben sie hinter sich dann den PZ. Aber ich hoffe mal, der OI macht es mit dem One-Shot. Naja, nee, der nimmt den raus wohl, den OI sogar. Tatsächlich, die Panzer-Selbstfahrlafette nimmt den OI raus. Weil der OI da irgendwie, keine Ahnung, auf wen er sich da verlassen hat, aber da hat er selber nicht gut agiert. So, da kommt die Panzer-Selbstfahrlafette. Aber er kommt noch nicht drauf. Jetzt, oh, ganz wenig. Ah, da kriegt er den Hit, aber noch nicht den Killshot. Ist auch mittlerweile schon tot. Jetzt kommt von rechts der AMX. Ja, der AMX, der ist dann ganz schnell Geschichte. Jetzt kommt der IS-3. Will jetzt hier voll drauf fahren. Verliert jetzt hier viel HP durch die Aktion. Ihr seht es oben, 742. Und jetzt hier im Close Combat kommt er nicht durch. Man muss einfach wissen, wo man bei dem Panzer drauf schießen muss. Jetzt kuschelt er wieder. Er will hier oben auf die Kommandantenkuppel gehen. Schießt drauf und macht ihn weg. Ja. Da hat der IS seine eigentliche gute und bessere Position da oben nicht genutzt und auch seine Wendigkeit nicht. Er hätte in dem Fall nicht rammen sollen, sondern einfach nur an die Seite kuscheln. Dann hätte er nichts mehr machen können. Der Konzept wäre zerstört gewesen. Aber wer natürlich frontal auf den Gegner drauf hat, rammen will und dann noch kuschelt, um nicht zu wissen, wo er drauf schießen soll, das klappt dann natürlich nicht. So. Die anderen Gegner alle ganz schön weit weg.
Er ist natürlich auch nicht der schnellste, das ist ja gar kein Geheimnis. So, jetzt ist da hinten noch Panther und der T-34-85, aber davon wird er wohl nichts mehr bekommen. Außerhalb der Sichtweite immer noch. Ich glaube, da dürfen wir damit rechnen, dass er von dem nichts mehr abbekommt. Und da ist auch schon der Kill. Und dementsprechend ist das Replay hier zu Ende. 3783 Schaden, 1483 XP hat er dafür bekommen und ein bisschen Credits gab es oben drauf. Also von dem her, schöne Runde, zeigt, dass sich auch die Missionspanzer lohnen können und jeder darauf spielen soll und kann, der daran Spaß hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.